Hallo und herzlich willkommen zurück zum Live-Let's Play von Enshrouded. Nebenbei noch auf Twitch am Stream. Und ja, wir haben jetzt hier auf dem Weg, also ich bin quasi nochmal auf die Hochweinwarte und sind dann hier runtergeflogen. Da haben wir auch den Plündererhügel entdeckt. Allerdings, ja, man bekommt dann den Plündererkopf, um wiederum seinen Altar aufwerten zu können. Aber die Plünderermutter ist mit Vorsicht zu genießen und es wird quasi ja dazu geraten, dass man mindestens Level 10 ist und dann ist es noch schwierig mit mehreren Leuten. Da ich erst Level 8 und alleine bin, haben wir dann da um den Plündererhügel einen großen Bogen drumherum gemacht. Ja, aber wir wissen jetzt wenigstens schon mal, wo so eine Plünderermutter anzutreffen ist. Und ja, dann waren wir hier weiter und hier hatten wir auch eine Quest. Ich weiß nicht mehr, welche es war. Auf jeden Fall war hier auch irgendeine Quest zu finden. Standort. Oh. Wait, was war jetzt hier? Die Gerüchte des Alchemisten? Ah ja, alles klar. Okidoki, also hierfür müssen wir die Plünderermutter machen. Das Grabmal der Königin. Wie sieht das aus, als das Grabmal der Königin? Es ist garantiert das Grabmal der Königin hier. Überreste und Schätze müssen sich hinter der zentralen Tür befinden, aber sie ist verschlossen. Es muss einen Weg geben, die Tür zu öffnen. Okay. Dann gehen wir doch mal in die Grabschleierkatakomben. Bin da. Hallo. Zu Ehre der Erde, dem Eis und dem Erbe. Blicke nach links, gedenkt dem Ältesten, so wagt er es zu reißen und zu richten. Der Schnabel des Adlers durchbohrt Wolken und Himmel. Erhöht keine Bitte, denn den Schnee drängt das Blut der eigenen Sippe. Der Weg nach rechts führt zur Jüngsten, einst Tochter der Lieder. Regt alles Leid, legt die Axt nie mehr nieder. Führt Gefolgschaft bedrückt durch Ebbe und Flut, erleuchtet durch Mut selbst das Herzen der Brut. Der Hauptraum gedenkt Mutter und mittlerem Sohn. Finde beide Verstecke, dann gebührt dir der Lohn. Also wir müssen erst nach links, dann nach rechts und dann in die Mitte. Okay, hier steht das Gleiche. Wie war es? Erst links? Aua! Ey, doch nicht jetzt schon! Rutschen! Keine Munition mehr, warte kurz. Wie hat man denn die Munition gewechselt? Ah, da, Schrottpfeil. Nimm erstmal die Schrottpfeile. So, bin wieder da. Kann weitergehen. Nee, nee, mach das mal nicht, du. Weißt du, was tot ist? Kann uns nachher nicht mehr auf den Nerv gehen. Okay, erst links, dann rechts, dann Mitte. Ich, und noch im Miasma, ja, lecker. Genau das, wo ich meine Panikattacken krieg, weißt du? Ich mag es nicht, im Miasma zu sein.
Nein. Jetzt brauchen wir dafür Dietriche. Ich habe keine Dietriche. Achchen, habt ihr? Aua! Ich wollte doch nur... Warte kurz, ich hab kein Mana. Mana, Mana. Ich hab doch gesagt, du sollst warten, ey. Oh, das hört sich schon wieder nach. Ich würde gerne... Ich würde ja gerne Dietrich herstellen, dafür bräuchte ich aber Metall, da haben wir nicht. Das ist toll hier. Ich bin nicht begeistert. War klar. Tja. Tja. Ich wollte mich... Aua. Ach, da oben ist wieder so ein Fliegevieh. Ich wollte mich doch hier... Guten Tag. Die Siebener sind halt echt noch böse zu mir. Also... Da bringt uns nichts. Wir müssen hier noch mal raus und müssen... Dietriche besorgen. Öffne den verschlossenen Raum und berge die Schätze. Ja, komm. Hat keinen Sinn. So, wait, mein Loot ist jetzt da unten drin. Sekunde, den brauche ich kurz. Holen die Dritte. Ah. Sind wir auch schnell wieder hier und da und dort und überall. Guten Abend, Samelius. Schön, dass du da bist. Wir haben auf einmal, dadurch, dass wir jetzt den Schrein endlich geholt haben, ein paar viele Quests bekommen. Und ja, fangen jetzt einfach mal an, die ein bisschen abzuarbeiten. Dadurch, denke ich mal, eröffnet sich halt auch wieder oder eröffnen sich auch wieder viele neue Teile der Karte. Ja, wir hatten hier auch schon relativ viel Spaß, Freude und Tod heute. Juhu! Zumal der Schreiner, Obacht, ein Zwergenschreiner ist. Und, ja.
Die Krypta, wo er war, war komplett im Miasma und so. Also das war unlustig. So, ich meine, ist ja nicht so, als dass wir keinen Metallschrott hätten, nicht wahr? Von daher machen wir uns jetzt mal ein paar Dietriche. Kann ich die hier machen? Oh ne, mach ich glaube sogar im Inventar, ne? Dietrich, ja. So. Die sollten erstmal reichen. Würde ich sagen. Die große Miasma-Seele würde ich auch gerne erstmal wegpacken wollen. Beide sind alle. Wollen wir da vielleicht noch ein paar herstellen? Wäre auch nicht so schlecht. Bücher. So. Hier keine Pfeile. Bei wem konnte man denn Pfeile herstellen? War das Jägerin, ne? Hier haben wir 160 Maispflanzen angepflanzt für Popcorn. Nur um dann festzustellen, dass wir noch gar nicht den Ofen haben, um Popcorn machen zu können. Pfeile. Schrottpfeil, Feuersteinpfeil. 50 Stück. Stellen wir mal her. Leuchtfeuerpfeil, nee, brauchen wir nicht. Schrottpfeil. Stellen wir auch mal 50 her. Haben ist besser als brauchen. Hatten wir heute schon mal das Thema, nicht wahr? So, gut. Jetzt haben wir nämlich auch wieder ausreichend Pfeile. Also die Schrottpfeile machen am meisten Schaden von denen, die wir jetzt dabei haben. Und die haben wir auch ausgerüstet. Alles klar, let's go. Wieso ist denn jetzt hier die Tür schon wieder zu? Nicht euer Ernst. Gut, dass wir ein paar Dietriche mehr mitgenommen haben. Die sind auch nicht respawned. Wo ist denn der Kumpel von eben? Mann, ich hab einmal den ersten Schlag. Aua! Mach es weg. So, ja, den nehmen wir eben schon. Okay, nee, dann haben wir erstmal hier die Gegner schon weg, weißt du? Wo nichts mehr ist, kann uns nichts mehr töten. Hi!
Nur kurz hier hinten noch mal rechts, links gucken und dann gehen wir da nach links. Ah ja, guck, da oben sind vier Teile über der... okay, alles klar. Hier brauchen wir auch Dietriche für, gut. So auch schon alles gekillt. Ach, hier kommen wir dann bestimmt auch von. Ah, nee, okay. Wir gehen erst hinten rein, komm. Der Reihe nach. Wir haben da oben auf jeden Fall vier Schalter über der Tür, die wir aufmachen müssen. So weit sind wir jetzt schon mal. Mal durch und durch Drogen genommen. Hier unten war noch so ein Miesepeter. Nein, mach das mal nicht. Breitschwert, oh. Das ist wahrscheinlich auch wieder nur 0815 Standard. Ja. Oh. Da ist eine Tür, komm mal nicht rein. Vielleicht von hinten rum oder so. Oh, ich höre doch schon wieder hier. Schnippschnappfallen und so. Aha. Oha. Lehrlingszauberstab, 20 Schaden. Unser macht 29 Schaden. Ah, okay. Gut, die Tür ist auf, aber wir dürfen nicht vergessen, nach diesen Schaltern zu gucken, Freunde. Nicht, dass wir die übersehen. Sonst war hier nichts mehr. Eigentlich bisher ziemlich gut aufgebaut. Hätte ja sein können. Aber mich wundert, dass wir hier noch... einen von den Schaltern hatten. Okay, da geht's. Komm, wir machen mal auf. Wir haben genug Dietriche. Eigentlich genug. Ich hätte noch ein bisschen Metall mitnehmen sollen, aber naja.
drüben haben wir einen Schalter. Oh oh. Einen Schalter haben wir von 4. Okidoki. Hier ist eine Tür. Okay. So, 20 Minuten sind aber jetzt leider auch schon rum. Von daher geht es in der nächsten Folge weiter. Und ja, ich bin gespannt, ob wir das dann schaffen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hab bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.